Oha. Dann geht's mal auf jeden Fall los. Spaß, Digga. Ich meinte Nuts. Falco gegen Pikachu. Oh. Weiß ja nicht. Schwierig. Mal schauen. Ich weiß nicht, ob das noch. Nee, ist noch Best of Three, glaube ich. Ich glaube, Next Round ist Best of Five. Schwierig. Und dann noch so eine ernste Musik von Kazuya. Ruhig dann. Oh, heftiger Lachos. Die ersten 7%. Ah. Haben dann noch, glaube ich, ein bisschen Check gemacht. Ich glaube aber, jetzt geht's los. Ja, ich glaube, es ist ernst. Ja, ich glaube, jetzt ist ernst. Ich glaube auch. So, was geht ab? Ist natürlich. Oh, keine Starter-Kombos. Von Falco. Falco. Okay. Also sehr. Das ist nur so gut, würde ich sagen. Aber jetzt fällt halt ein bisschen Falco im Center. Achso. Get down. Jetzt auf jeden Fall. Digga, mal doch gleich so. Normal, beim nächsten Mal. Ich habe ja viel Skill drucken, du weißt. Oh, nice Backer hier. Nice, fair. Hat er gut gecatcht. Oh, guter Schuss. Oh. Getried auf eine Downer. Leider getroffen. F-Smash bisschen sehr optimistisch, aber. Okay. Kann man für. Level Take auf jeden Fall brutal von Pikachu. Darf man nicht vergessen. Terry's Dash Attack auch auf jeden Fall brutal. Terry? Schon hier klappt. Oh, fies ausgerutscht. Der Trip da einfach. Okay. 29%. Oh, Fuß reingerollt. Ja, okay. Oh, fieser Fuß ging. Pikachu's B. Und da wollte die Wave der Landing machen on the platform. Okay. Beide warten. Nice Grab into leider gar nichts. Jetzt schwer den Kills bekommen, ist echt schwierig. Schwierig. Ja, Scouty wartet noch. Scouty wartet noch, Scanny. Ja. Sehr Passion. Ganz viel Passion in die Shit. Wieder fiese Dash Attack. Ja, was kann da killen jetzt mit Falco? Down Tilt auf jeden Fall. Down Tilt. Back Air. Bing. Eigentlich alles. Oh. Ja. Fies geclinched. Clinchy. Oh. Was ist jetzt? Okay, ein Schuss. Oh, okay, jetzt vielleicht. Okay. Nee, überlebt er noch. Nicht schlecht. Gut gemacht. War schon nicht schlecht. Okay. Was macht Falco jetzt? Falco! Dash Attack. Kill nochmal bei Holler. Auf Small Battlefield 171%. Wird erstmal Zeit. Hier, ob Nazi ein Lead halten kann. Okay. Oder Scouty hier eine fette Falco-Kombo. Starter-Kombo machen. Stated. Falco. Oh, okay. 9% bisher. Okay, fair. Down. Ah, okay, gut abgewartet. Ganz fies bei dir, Pikachu. Oh, fiese Backer. Falco. Oh. Oh, schön, okay. Down. Ah, ja, trotzdem. Abtilt. Dash Attack würde jetzt noch nicht killen, glaube ich. Aber schon sehr gefährlich. Jetzt. Oh, okay, nicht heftig getroffen. Noch nicht, oder? Nee. Oh, doch. Okay, 160%. Ja. Mal sehen, ja. Oh, dieser fiese Ausrutscher mit Downtilt. Okay. Alles noch drin. Wenn ihr jetzt okay. So an der Edge, ungefähr an der Edge, Abtilt Backer bekommt, dann ist Pein hinab. Aber ganz heftig Pein hinab, aber Pikachu hat misspaced. Er steht. Keine Magnethände. Dingy. Oh, Side B, ganz komische Aktion, aber würde schon was draus machen. Was jetzt? Wieder even. Schon alles even wieder. Weißt du, 40% für Falco easy, eine gute Combo. Bunge der Bank. Oh. Ja, das spielt ja schon echt clean hier. Beide spielen sehr clean gerade. Aber auch nicht vergessen, Pikachu klein. Okay. Oh.
Beide Arme. Jetzt. Oh, 50% Scouty jetzt am Durchdrehen. Auf einmal führt er jetzt. Okay. Okay. Scouty führt. Oh, ja, nice. Und er drag so. Down. Oh. Warum kein Jetblock? Ah, und nicht mehr so viel Time auf der Ground. Okay. 1,5 Minuten noch. 80%. 70. 68%. Ich helfe Scouty. Oh. Fiese Elektro-Ding da into der Steck. Oh, heftige Rakete kurz weggemacht. Auch. Gefälschter Luigi. Oh. Okay. Jetzt könnte es auch ganz spannend werden. Fußkick. Beide echt ultra. 1,5 Minuten jetzt. 1,5 Minuten jetzt. Der Musik ernst. Ganz ernst muss man sagen. Oh. Ich glaube gleich. Nee, bloß okay. Nicht sowas. Bloß nicht sowas. Ich glaube, wenn er auf der Plattform beide ist. Beide warten. Oh, nee, auch nicht sowas. Oh, okay. Keine Bestrafung. Ja, man muss jetzt aufpassen. Beide. No leg. Yeah. Aua, ja. Der Shatek, wie gesagt, schon sehr stark. Schön ausgewichen. Und Scouty muss jetzt aufpassen. Oh, gut gemacht. Gut, also ein Grappling gar nichts. Okay, beide sind sehr auf. Heftet war safe. Defense Mode. Oh. Beide wissen ganz genau. Ein Move, dann GG. Oh, beide treffen sie. Gefällt dir die BZ-Moment? Ah, da kommen so leichte Spaghettis in der Hölle. Fiese Rolle. Hätte F-Tilt wäre es gewesen. Schlau gemacht. Scouty muss echt aufpassen jetzt. Jeder Schlag kann jetzt. Ja, der Steck ist Pining up. Jab ist Pining up. Oh, nein. Und Grab ist Pining up. Ah. Auf jeden Fall ein heftiges Duell. Noch 31 Sekunden. Auf dem Timer gehabt. Bisschen besser spielen, danke. Ja. Yeah. Los jetzt. Los jetzt. Ah, mal gucken, was jetzt passieren wird. Was Scouty für eine Stage sich aussuchen wird. Aber für Falco eigentlich Battlefield. Irgendwo, wo Plattformen sind. Dann kann er eigentlich seine Starter-Kombos machen. Und dann würde er eigentlich aufgehen. Na, wir werden sehen. Hey. Watch out. Hey. Carlos. Ich glaube, der Timer ist zu niedrig eingestellt für Carlos. Hey, Jumina. Da wird auf jeden Fall Zelda, Digga. Der hat überhaupt gar keinen Bock mehr, Digga. Der hat überhaupt keinen Bock mehr. Okay, Digga. Ja, kann man versuchen. Kann man versuchen, warum nicht? Gucken wir Magic Zelda. Mutiger Zelda. Gucken, was der da jetzt machen wird. Okay, beide fies. Erstmal 7-8% verteilt. Na, Kato ist so eine eklig große, lange Welt. Kann man nicht ultra lange leben, aber schöne Kombo von Mats. Aber Scouty wieder drauf. Scouty. Okay. Update, schade. Yeah. Okay. Aha, wie unfair. Zweimal Pikachu. Und schon ist der Zelda Ritter GG. Nicht getroffen. Okay, schön hintereinander gelaufen. Da muss ein bisschen aufpassen. Wenn wir da auch nicht so sicher, ob man auch gegen spielen kann. Ich weiß es nicht. Da hat ihn aber gut getroffen. Da muss man aufpassen. Auf der Stage bei 100 ist schon. Hey. Also jetzt ein bisschen Concentration hier. Aber wie gesagt, für Scouty noch alles drin. Ein guter Move auf Stage jetzt. Der Shattek auf jeden Fall auch gut. B getroffen. Der Shattek hat mich gut aufgeholt hier. Kommt down. Jetzt vielleicht entweder gefälschtes Update. Aber auf jeden Fall auch sehr stark. Ja, okay. Nicht richtig getroffen. Okay, Pikachu greift jetzt mal an. Nee. Kommt das gefälschte Knie jetzt? Okay, er klatscht einfach mal den Ridder. Beide heftig am Ausweichen. Schnell weglaufen. Schnell weglaufen. Echt guter Move. Scouty. Let's go, Scouty. Der baut sich das immer sehr gut weiter auf. Er wartet nur auf. Schöne Dash Attack, aber killt noch nicht. Gut gecovert. Das war schlau gemacht. Na, da darf man eigentlich nicht zu lang warten, weil dieser heftiger Warrior gefälschtes Knie getroffen. Auch an der Edge trifft. Oh, okay.
Dash Attack. Wenn jetzt Gaudi ein bisschen Hirn einschaltet, dann könnte das noch was werden. Mm. Bisschen. Mm. Hey. Alles geschildert. Oh, Double Roll Back. Okay, beide, vorsichtig, vorsichtig. Dash Attack. Schild. Oh, okay. Oh, einfach rein. Ballert. Wow, it's a Hammond. Okay, nice. Oh, oh okay. Er hat's versucht. Oh, ich dachte, da kommt ein Save a Grab hier. Aber haben alle hier in diesem Raum gedacht. Alle wussten das. Alle. Oh, kein Gefühl. Oh, kein Knie gefälschtes. Kann er schon. Ja, aber Carlos. Ja, das war echt schlau gemacht. Das war schon krank, muss man sagen. Stark. Oh, schon gewartet. Oh, das könnte gefährlich werden. Oh. Oh. Heftiges Duell in der Luft. Fiese Dash-Tag. Oh, gefälschtes Knie. Nee. Ich glaube, Grab. 180. Oh, okay, oh, hätte das connected. Okay. Oh, sis. Okay. Erwartet. Ein auf den. Oh, der ist auch okay. Er hat mal unten Hirn eingeschaltet. Aber einmal bitte Hirn, danke. Jetzt geht's weiter. Oh, Dash Attack. Gucken, wie er den Lead hier ausbauen kann. Oh, schön. Nice Conversion. Oh, okay. Oh, das wäre schon fast vorbei. 150%, wir dürfen nicht vergessen. Super Rage. Jetzt darf er nicht. Oh, schön gerettet vom Gefälschen. Oh, jetzt läuft er echt schön. 84%. Ah, schon fies, du kannst ihn echt ein bisschen aufhalten, den Warrior Ritter. Oh, schön. Dieser Jump gesprungen. Oh, gefälschtes Knie. Kann man machen. Oh. Okay, mach. Okay, mal safe. Das war schon gefährlich, das könnte gewesen. Oh, der Grab. Und? Nice. Gefälschtes Knie. Ah, nee. Aber das überlebte. Wir sind hier auf Carlos, Malos, Dalos. Ah, das war nicht schlau. Yeah. Nee. Das war sehr gut gemacht von Netz. Oha. Vielleicht macht jetzt Netz eine heftige Pikachu-Kombo. Ist alles drin hier. Aber Scouty, gute Führung aufgebaut. Mm. 94%. Mm. Einmal klatschen, du weißt doch, ne? Mm. Scouty chillt jetzt auf jeden Fall dick sein Leben. Oh, 117. Dash Attack. Okay. Kann man machen. Oh, Grab. Fast so ähnlich wie Pikachu. Smash. Okay, Grab. Oh, schade. Könnte sein. Oh, fieser Tritt. Pukachi. Dieser Tritt. Oh, schon der Grab? Nee, noch nicht. Nee, ich wollte gerade sagen. Oh. Carlos. Oh. Weil jetzt hier die Cover Bridge. Guter Jump. Gefährlich von Nuts. Okay. Jetzt braucht Scotty auf jeden Fall. Ist einfach durchgekommen. Oh, gefälschtes. Downer. Scotty braucht jetzt entweder einen Uptilt oder einen Grab. Los jetzt. Alles andere ist schwer zu treffen. Alles trifft jetzt. Oh. Er muss jetzt nur. Weg direkt. Scouty muss jetzt einfach irgendwas treffen. Irgendwas treffen. Dash Attack, alles. Grab. Das war schon gefährlich. Man kann schon Angst haben. Also musst du wieder einen Ritter. Okay. Oh. Nein! Das war schon sehr gefährlich, muss man sagen. Oh nein. Was passiert jetzt? Ach, der Dash Attack vielleicht, okay. Dash Attack hätte wahrscheinlich schon gekillt. Wie kommt der rauf jetzt? Das könnte sein. Oh ja, tatsächlich ein Jab. 1-1. 1-1. Ja. Das war schon gefährlich. 1-1, Scouty. Scouty. Zeit war auch schon ziemlich knapp wieder. Ziemlich knapp. Das ist schon echt heftig. Zeit war wieder. War schon echt heftig. Mhm. Scouty. Er muss jetzt kurz überlegen. Dann überleg mal, ja. Hey, Cruel, wo bist du? Wo bist du, Cruel? Cruel. Oh, Hasmoth gegen Holstein Kiel. Oha, die beiden. Für die Fußball-Interessenten hier unter uns. Das kann natürlich sein. Das kann natürlich so sein. Ja. Das sind echt nur so Kelleck-Spiele. Nee, zu Kelleck. Okay, auf jeden Fall 1-1, best of 3. Na, Carlos hat sie doch ausgezahlt. Ausgezahlt. Hat aber ganz schön lange gedauert. Wieder bis zur Minute. Und. Alles klar, wir wechseln, weil wir jetzt einmal Team spielen. Einmal Remix.
Hallihallo. Gut, was geht? Also, wir machen weiter. Cobra und Fuego Elo. Yes, sir. Genau, also steht 1-1 jetzt gerade. Skaddy und Beiße spielen jetzt erstmal Doubles. Und machst du auch Turniere? Also, falls es an mich war, das Turnier mache ich gerade. Also, ja. Und hier steht noch, ob man auch gegen ihn spielen kann. Ja. Also, gegen mich spielen. Also, ich spiele nur offline und das auch nur einmal im Monat bei NIZ. Aber wenn du herkommst, dann kannst du gegen mich spielen. So. Genau. Was ich jetzt machen wollte, ist einmal schauen, was hier noch abgeht. Also, es sah auf jeden Fall schon deutlich besser aus hier mit Zelda gegen Pikachu. Ist das ein Geheimpick? Ist das ein Matchup? Pocket Pick. Also, ich würde sagen, das Matchup ist immer noch nicht besonders gut, aber da Scouty sonst eigentlich nur Falco spielt, ist das dann vielleicht doch die bessere Alternative. Mhm. Ich bin mal gespannt, wie das Game läuft, weil eben hat man schon am Ende gesehen, dass sich Nuts ein bisschen besser angepasst hat. Ja, das wurde noch ziemlich knapp, ne? Ja, von daher mal schauen. Zelda hat auch viele Gimmicks. Mal schauen, ob Nuts die alle kennt oder weiß, wie er was dann zu tun hat. Ja, Pikachu ist auch tricky, auf jeden Fall. Aber es gibt so ein paar Sachen. Oh! Das ist der Scouty Air Dodge. Mhm. Den, so nennt er den Air Dodge schon selbst. Ja, so eine Dinger, die macht man halt online eher, ja, ne? Ja. Das sind dann doch die Habits. Oh. Der Abwehr von Zelda tötet auch wirklich extrem früh, wenn man von dem richtig gehittet wird. Ja, die wurde auch gebufft irgendwann. Ja, also wenn jetzt Sweet Spot hittet, dann ist Pikachu weg. Bei so ein paar Charakteren denkt man echt so, was ist das hier eigentlich? Ja, also die haben so extreme Schwächen, aber dann ein paar Attacken sind so einfach so übelst gebufft. Ja, also Kirby auch. Ja, man kann halt wirklich gegen jeden Charakter in Ultimate mal schnell verlieren, vor allem wenn man noch nie gegen ihn gespielt hat. Ja, das so selbst so ein Lil Mac oder so, der ja wirklich Minimum Bottom 5 ist oder Gandalf, selbst die können sich mal wirklich kontinuierlich Games erschleichen. Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal so, ich spiele ja einfach sehr selten, aber wenn ich ein Game gewinne, dann mit Gandalf. Ja. Ja, da braucht halt einen guten Read und dann läuft das auch. Jo. Und vor allem halt im Turnier-Szenario, wo man dann auch meistens vielleicht ein bisschen nervöser ist, so wie jetzt bei der Recovery. Fehler hier. Kann es mal schnell passieren. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie die Replays hier von diesem Set aussehen. Einfach weil Skaddy und Beißel das kommentiert haben. Die waren bestimmt irgendwie entertained. Kleiner Schock. Muss ich glaube ich auch erstmal langsam hier rumschreien. So, wie sieht's hier aus? Okay. So. Okay, Nuts hat sich nach dem SD jetzt nicht groß beeinflussen lassen. Ist immer noch wirklich gut am Drücker. Es ist halt auch teilweise schwer für Zelda wirklich, wenn ein Pikachu dran ist, da irgendwas Großes zu machen. Hm. Ja, da ist es eher so Lotterie, ob jetzt der Fair oder Backer von Zelda hittet oder Sweet Spotted oder gar nicht. Ich weiß nicht, ob in solchen Situationen, also in Kombo-Situationen von Pikachu, die B von, ich weiß nicht, ob das Nairus irgendwas ist oder so, aber... Ja, also Neutral B gibt ja auch Invincible Frames, von daher, also es wäre halt ein Versuch wert. Man muss halt aber auch sagen, dass wenn das denn nicht klappt und dann das zum Beispiel Pikachu fake outet, ist halt auch sehr, sehr hohen Lag. Mhm. Dann schauen wir, Nair Loops. Ja. 31% immerhin. Ja, Nuts kommt da auf jeden Fall gut durch. Ja, das hat sich halt auch leider schon in den letzten Games ein bisschen angebahnt. Ich meine, jetzt war der SD dabei, aber sonst spielt das wirklich sehr souverän. Ja, daran merkt man, also ich dachte eigentlich, dass Nuts immer noch Pokémon Trainer maint. Daran merkt man, dass er den Pikachu auf jeden Fall auch gegrindet hat, weil mit Pikachu, wenn man nicht so viel Pikachu spielt, dann ist man so super inkonsequent und... 88 oder so getötet, nach dem Hit 107. Und das war ja auch nicht weit oben. Ja, auf jeden Fall, man sieht, dass er schon Work reingesetzt hat in Pikachu. Mhm. Das ist jetzt nicht ein, würde ich sagen, nicht 3 Tage Pikachu. Ja. Okay, jetzt wird es auf jeden Fall spannend. 67% hier schon auf Scouty drauf, aber bei Zelda kann das sehr, sehr schnell. Oh! So, was jetzt? Edgar? Ich weiß nicht, ob die ganze Zeit diese Upbeats die richtige Entscheidung sind, weil ja Zelda quasi von einem Punkt zum anderen teleportiert. Ja. Also, es bringt da nichts dazwischen, irgendwie was zu machen. Das stimmt. Aber das weiß Nuts wahrscheinlich auch, von daher. Oh! Da bringt er sich schon in Gefahr mit. Oh, wird aber nicht gepunished dafür. So, in falsche Richtung wird. Ja, ich würde sagen, nächste Dash-Attack, wenn die noch nicht zu Stall ist, tötet. Bisschen Stage-Control wieder lang.
Okay. Mm. Oh, guck mal. Painacious D sehe ich hier. Mm, es ist noch nicht vorbei. Pain sagt mir auch was. Auch mit Pikachu, ja, safe. Der war auf meinem ersten Turnier. Immer noch am Start, sehr gut. Moin Pain. So, jetzt wird ein bisschen sehr nach Dash Attacks gefischt. Mal schauen. Ist auf jeden Fall spannend. Oh. Ja, Tatsache, Pain. Wie cool. Okay. So. Ich weiß nicht, ob Upthrow sogar schon von Pikachu tötet. Wir werden es sehen. Nein. Noch nicht. Oh. Und jetzt Full Rage Zelda ist auch immer noch ein gutes Stück gefährlicher. Das mit dem Sweep Spot. So. Oh, wir gehen auch langsam auf die Zeit. Oh ja, anderthalb Minuten, stimmt. Wenn das hier weitergeht mit den Parries und traumhaft. So. Traumhaft. Oh. Nee, Back Air, Back Air. Okay, jetzt wird's knapp. Jetzt wird's langsam. Jetzt Ledge. Oh. Grab gewifft. Oh, oh mein Gott. Oh. Okay. Ein Grab würde killen. Jetzt wird's langsam. Oh. Und die Dash Attack. Ja. Gut, okay. Die Rolle abgewartet. Ja, ist best of five. Hast du. Noch nicht. Run it back, man. Run it back. I believe. Okay, 2-1. Warte mal, das müssen wir anders machen. I believe. Genau, also steht 2-1 hier für Nuts. Kann ich aber. Was wäre sonst? Losers oder was wir sagen? Ja, ich wollte auch generell, genau. Danach, der Losers von den beiden spielt gegen Squall. Mhm. Ein Bowser-Spieler und der Spieler dann, oder der Gewinner von den beiden spielt dann sogar gegen mich. Oh, das wird nicht on stream. So, Syntec. Oh, wartet auf Beißel. Man muss wahrscheinlich gegen Beißel. Nein, wahrscheinlich gegen Sketti. Das sind eigentlich interessante Games. Ja. Schade, dass da Fung und Flora gecute haben. Schon echt schade, auf jeden Fall. Ja. Ein Rufen auch noch oder so. Aber das Ding ist, so die Dichte an guten Spielern ist immer noch sehr hoch. Ja, also wirklich so komplett Anfänger sind hier wenige. Ja, das ist ein bisschen schade. Also ich will das auch vielleicht ein bisschen anfängerfreundlicher machen hier alles, damit, auch ein paar mehr Anfänger kommen. Ja. Sonst ist es immer so fies, dass so Leute, die eigentlich schon ziemlich gut sind, dann irgendwie letzter werden einfach. Ja. Auf jeden Fall, ja. So. Gucken wir mal wieder in den Chat. So, wieder zurück zu Falco, Battlefield. Wir kennen alle Battlefield. Falco ist wahrscheinlich seine beste Stage, gleich mit Yoshis. Grund, Falco spielt gerne vertikal und Battlefield eignet sich sehr mit den Plattformen. Oh. Mir gefällt das versuchte Ducken immer von Pikachu. Ist halt, da ist aber leider der Uptilt von Falco doch recht stark, wenn er vorne trifft. So, bis jetzt sieht's. Schauen wir mal, was daraus wird. Oder? Kommt man ganz einfach mit der Backer raus, also. Das Pancaken von Pikachu. Das ist der Charakter ist so toll. Aber wenigstens ist er kein. Man muss ja wirklich sagen, Pikachu ist auf keinen Fall ein Charakter, der einen irgendwie carried oder so. Also. Nee, also wirklich nicht. Also viele haben ja auch gesagt oder sagen immer noch, das ist ein Top-Tier, ist einer der besten Chars, es ist der beste Char und so, aber. Also, wenn du jetzt die Spieler anguckst, die Pikachu spielen, wer ist das? Isam ist immer noch so die Nummer 1 und der ist ja kaum noch. Shiny Mark ist jetzt noch einer aus, ich glaube, Südamerika, der aber der travelt halt Kaleo nicht so viel. Besiegt, oder? Ja, genau, der travelt halt nicht so viel, aber wenn er eigentlich mal travelt, dann ist er wirklich. Also, der war letztes Mal, glaube ich, beim letzten Turnier Collision vor Top 8 knapp rausgeflogen. Ja, ich verpasse sowas immer. Aber ich habe das auch im Bracket gesehen, aber ich wusste nicht, auf was Shiny Mark spielt. Ich habe auf Steve getippt. Nee, der spielt wirklich nur auf Pikachu. Ja, und Scotty ist schon Stock vorne wegen einem SD. Schauen wir mal. Das ist natürlich. Da muss man immer aufpassen, weil Falco Saipi auch komischerweise Spike offstage. Warum auch nicht? Fox nicht. Nee, Fox. Fox hat solche kleinen Tricks nicht. Nee, Fox ist dafür zu honest. Honest Neutral mit einfach nur gestörter Frame Data. Oh. Parry Up Smash. Oh. Wir nennen es Bait. Ja,
Ja, genau. Hier, Payne sagt auch, Pika muss in der aktuellen Meta viel zu viel arbeiten, als dass er ein Viable Pick wäre. Ja, das ist, also deswegen sind ja viele alte Top-Tier, so Lucina ist da teilweise auch so, wenn man Proto Banham guckt, der spielt ja auch nicht mehr Solo, oder auch Palutena ist ja auch wirklich in der Meta zurückgefallen, weil halt die ganzen neuen starken Charakter dann doch gut, vor allem gegen die alten Top-Tier, sag ich jetzt mal, sind. Ja. So Wolf sieht man ja auch immer weniger. Gefühlt haben die, ja, safe, stimmt. Ja, viele Charaktere, wo du einfach so sagen musst, so, die sind echt gut, ja, in irgendwie so 99% der Situation, aber dann gibt es einfach Charaktere, die sind ultra, ultra gut in diesen Situationen und haben irgendwelche Comeback-Mechanics oder so, ja, und Stuff, und dann sieht man die auf einmal irgendwie so, weißt du, es gibt fast nur so 10 Top-Tiers oder ein bisschen mehr, und dann so der Rest fast schon ist einfach so im High-Tier-Bereich. Ja. Also ein Großteil der Charaktere ist High-Tier. Also mit 80%, also 80% oder 70% der Charaktere sind auf jeden Fall sehr gut viable, sehr gut high tier. Und selbst die schlechteren Charaktere haben dann doch Matchups, die sie dann, wo sie wirklich deutlich gewinnen. Vielleicht bis auf Gendorf. Ja. Yeah. Das, ich mein, so. Selbst Charaktere wie Little Mac, wo man so denkt, ja, Riesenschwächen und so, aber die Stärken sind halt auch so massiv, dass man den dann doch einige Male einfach sieht und ja, der einfach scary ist. Sehr oppressive, wenn er denn in Advantage ist, das ist meistens so mit ihm. Also auch selbst, wenn man sieht, ein Incineroar war jetzt auch bei Collision oder Zweiter, oh, und der war ja, natürlich gehört dann da vor allem zum Beispiel ein bisschen Bracket Luck dazu, dass du nicht in gewisse Charaktere läufst, aber wenn es halt so passt, kannst du halt trotzdem auch leicht Losing Matchups, vor allem durch Erfahrung, was der da ja teilweise macht für, sagen wir jetzt mal, Tricks oder Gimmicks, ist schon beeindruckend. Ja, also wirklich. Das habe ich tatsächlich auch nochmal gesehen. Also diese, ja, ganzen Sets von, wie hieß er noch? Skyjay. Skyjay, genau. Wie er Spargo besiegt hat zum Beispiel. Ja. Und auch, wo er so ganz weit offstage ist und dann Side-B noch irgendwie, ja, kriegt. Und die dann einfach gegen ihn läuft und so ein Kram. Ja. Und dann noch selbst recovered oder mit der Up-B auch so bei 0% killt. Das hier wird ja gerade ganz schön knapp. Ja. Um ehrlich zu sein. Oh. Das Stock beide. Ich würde sagen, Pikachu vielleicht schon auf Up-Tilt-Back-Arrange raus, aber jetzt tötet eigentlich so ziemlich alle anderen guten Moves von Falco. Landing-Hitbox und fair. So, oh, schlecht gecovert. Ja, okay. Und wir haben Game 5. Woo! Safe, schön. Das letzte Game, ah nee, das war Game 4. Ja, man muss halt sagen, dass die Recoveries noch etwas nervös oder vielleicht da noch ein bisschen ungeübt aussehen, weil er doch dann häufig an die entweder SD'd oder auf die Stage landet, aber selten halt wirklich an der Ledge und dadurch halt entweder ein SD macht oder halt ein Pre-Smash. Man hat gerade gesehen, Scouty hat den schon sehr früh aufgeladen. Ja, auf jeden Fall. Ja, Payne kommt auf jeden Fall mal wieder zu NEZ. Es ist jetzt gerade noch nicht ganz klar, wann und wo das nächste NEZ stattfindet, ob hier oder in einer anderen Location. Das müssen wir alles nochmal gucken. Aber ja, sobald das irgendwie geregelt ist, also Großteil merkt man auf Discord, auf Twitter, also wenn du uns da followst oder auf dem Norden-Discord bist, dann wirst du das auch mitbekommen. Und ja, gerne, das würde mich total freuen, mal so wieder den Oldschool-Pikachu sehen. Kommt jetzt der Klassiker, Pick-and-Ben-Face, nur um am Ende auf PS2 zu landen. Wir werden sehen. Das war bei deinem Set auch so lustig. Ja, da habe ich auch keines. Solange es jetzt nicht, also ich wollte halt obviously nicht Town and City und so, wo halt die Blast Zones nach links und rechts sehr eng sind, aber sonst, halt, daran scheitert es halt nicht. Wieso auf 3-2? Ich habe 2-2 gemacht. Set ist vorbei. So, es ist wieder Falco gegen Pikachu. Beide Spieler sind motiviert, freuen sich drauf. Ja, mal schauen. Mal schauen auch, wie die Nerven hier gerade aushalten. Ja, Small Battlefield. Let's go. Ja, nimm mal noch Joe Creek mit. Das wäre zu lustig. Joe Creek einfach nochmal. So. Einfach nochmal so eine Runde, oh, grillen oder sowas hier. Das haben wir auch mal bei dem NEZ gemacht. Einfach eine Runde grillen. So entspannt. Noch ein Setup aufbauen draußen. Okay. Was ich ja vermisse bei Smash, wenn es im Moment sieht's gut für Scaudius auf jeden Fall. Aber er muss natürlich diesen Kill kriegen, das ist ja wichtig. Das Besondere am Combo, wenn man zum Beispiel Falco combo möchte und das für zum Beispiel mit normalen Charakteren übt, dass der halt ein deutlich schnellerer Fastfaller ist. Und das hat man halt eben gesehen bei den Nair-Loops, dass er einen Up-Tilt machen wollte. Weil er eigentlich gewohnt ist, dass er ein bisschen langsamer fällt, aber da ein Grab sein musste.
Das ist halt so, wenn man gegen Fox, Falco spielt, ist immer ein bisschen ungewohnt. Schön. Okay, also es wird hier schon wieder langsam even. Wir müssen mal schauen, wie consistent hier die Kills kommen. Und die Recoveries. Ja. Auch das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Jetzt ein SD oder so wäre natürlich rough. Oh, ich dachte schon, da kommt irgendwie der Upsmash oder so. Es wird sehr interessant, wer den ersten Stock nimmt. Und ein SD. Oh. Gerade nicht hingeguckt. Ja, Donner offstage verkackt. Oh, also die Connection zu Pikachu versagt und dann fällt er ja einfach nur. Okay, also Joe Creek ist noch inaktiver. Aber muss ich mal sagen, dass er trotzdem kommen muss. Ich meine, mit Pac-Man hat er hier trotzdem gute Chancen, ziemlich weit zu kommen, würde ich sagen. Außer, obwohl, wir haben ziemlich viele Falcos. Das ist natürlich... Ja. Aber... Norddeutschland wirklich Falco verseucht schon fast. Echt? So viele? Syntec, Malekuni, Scouty eigentlich. Mm. Und dann haben ein paar noch ein Pocket. Oh. Oh, oh, eine Pancake. Minus zwei Matchup. So, und das Game ist einigermaßen even wieder. Hm, guter Grab. Ah, da ist halt... Ein sehr kleiner Pikachu, wirklich sehr, sehr winzig. Oh. Schön. So, jetzt beginnen die Walls, die Fair Walls. Der Donner ist immer sehr... Das Problem bei dem Donner ist, dass es halt ein recht hohes Commitment ist und er damit quasi seine komplette Advantage Stage aufgibt. Hm. Wenn der nicht trifft. Und ich habe bis jetzt, glaube ich, noch nicht den Donner in diesem Set treffen gesehen. Er ist an die Edge... Also, als er an die Edge gefallen ist, ich dachte 100%, er würde eine Rolle zurückmachen. Ja. Ich dachte, es wäre... Oh mein Gott! Oh. Okay, ich glaube, man merkt die Nervosität ein bisschen bei beiden Spielern. So, einmal an nochmal euch im Chat. Neuen Versuch. Oh, und da kommt die Back Air. Okay, also jetzt wichtige Lead hier für Scouty. Mal gucken, ob er sie halten kann. Und Nuts hier mit Konzentration. An euch im Chat nochmal. Welches Set würdet ihr denn gerne sehen als nächstes? Wir hätten Bison und Sketty, also nicht gegeneinander, aber die müssen spielen. Ich glaub, Sketty. Levi und Kurumi. Und ansonsten muss ich nochmal nachgucken, wer hier gerade noch... Dann SDN gegen die Gewinner von den beiden hier. Oh, Doppelback. Oh, er wollte für einen Triple Dare gehen. Hat nicht ganz geklappt, aber trotzdem große Prozente. Ist es das? Nee, oh, das ist noch nicht. Oh, 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 gut. So fertig. Oh. Oh, oh, kein Upsmash, okay. Oh, oh, kein Upsmash, okay. Oh. Beide sind nervös. Schöner, ja, schöner Thunder Joy Dash. Dash Attack. Oh, oh, oh. Oh, das könnte sein. Oh. Oh, das könnte sein. Oh. Oh. Gefummelt. Es sieht gut aus für Scouty, I guess. Dash Attack. Oh, die Dash Attack klärt. So, und jetzt wird's interessant. Ach so. Ich hab das dann gar nicht gesehen. Nee, nee, es ist jetzt beides. Scouty war ein Stock. Ach, das hab ich gleich gesehen. Okay. So, schauen wir mal in Air Loops. Gedroppt. Okay, er kommt da raus, kommt ins Neutral. Up-Tilt und ja, Back Air! Das ist es. Okay. Also. Wurde noch knapp. Wurde noch knapp. Wir sehen hier ein 3-2 für Scouty. War auf jeden Fall.